Hallo und herzlich willkommen, liebe Wunderkessel-Freunde. Herzlich willkommen hier in der Wunderkessel-Küche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch etwas herausgefunden aus unserem Forum, was ich eigentlich selbst viel zu selten zu Hause mache. Warum, weiß ich nicht, weil ich esse es eigentlich sehr gerne. Ich kenne das von meiner Mama, die hat früher auch immer sowas Ähnliches gemacht. Und zwar gibt es heute gefüllte Champignons. Ich weiß noch, wir haben das natürlich früher mit Hackfleisch gemacht und dann auch mal Paprika gefüllt und so, ihr kennt das. Ich habe für euch allerdings jetzt eine vegetarische Variante rausgesucht mit Spinat, mit Gorgonzola, Zwiebeln und natürlich Champignons, ganz klar. Das erste, was ihr machen müsst, ist den Spinat, das ist jetzt dieser portionierbare Tiefkühlspinat, in unserem Kessel auftauen. Wusste ich auch nicht, dass das geht. Ich habe den immer so auftauen lassen. Aber wenn wir jetzt diese 160 Gramm von dem Tiefkühlspinat in den Kessel machen, brauchen wir das nur bei Stufe 5, 100 Grad im Sanftrührstufe laufen zu lassen und dann taut er auf. Ist eigentlich logisch. Also schauen wir mal, wie das wird. 100 Gramm Sanftrührstufe. Während ihr jetzt euren Spinat auftaut, habt ihr genügend Zeit, den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorzuheizen und die Champignons auszuhöhlen. Das habe ich jetzt für euch schon gemacht. Ich habe da einfach den Stiel rausgeschnitten und dann mit einem kleinen Löffel das Innere so ausgehöhlt. Das Zeug nicht wegwerfen, das brauchen wir gleich für die Füllung. Ja? Champignons habe ich jetzt 6 große, das sind diese Riesen-Champignons, sind insgesamt 600 Gramm. Wie gesagt, Stiel raus, aushöhlen, fertig. Was hier sonst noch steht, kann ich euch noch vorstellen. Klar, Gorgonzola habe ich gesagt, das sind 150 Gramm. Dann haben wir eine kleine Zwiebel, die ist aber wirklich sehr klein, was man mir da hingelegt hat. Na gut, also eine kleine Zwiebel und 2 Zehen Knoblauch, Olivenöl. Brauchen wir etwa 20, 25 Gramm Salz, Pfeffer und Muskatnuss nachher noch zum Abschmecken. So, der Spinat ist jetzt aufgetaut und ich mache den jetzt hier in das Siebchen rein. Und dann muss man den auch wirklich ein bisschen ausdrücken, dass der nicht so wässrig ist, weil da natürlich viel Flüssigkeit jetzt noch mit drin ist und das wollen wir nachher bei unserer Champignon-Füllung wollen wir das nicht haben. Ich kriege jetzt gar nicht alles hier unter dem Messer raus, aber selbst wenn da jetzt noch so ein bisschen drin ist, ist das nicht schlimm, weil das kommt nachher alles zusammen. Ja, ich drücke den jetzt mal aus. Ja, ich warte vielleicht, bis er ein bisschen abgekühlt ist, dann verbrenne ich mich nicht. Stellen wir mal rüber. In der Zwischenzeit werde ich die Zwiebeln dünsten und den Knoblauch. Die übliche Geschichte, 5, 5. 5 Sekunden, Stufe 5. Also eine kleine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen rein. 5 Sekunden, Stufe 5. Deckel. Immer wichtig. Ist mir nicht oft, aber schon passiert, dass du da den ganzen Kladderadatsch an der Küchenwand hängen hast. So, dann nach unten schieben und jetzt natürlich mit dem Öl, 20 Gramm Olivenöl sind das, auf 100 Grad dünsten, dauert etwa so 3 Minuten. Unsere Zwiebeln, unser Knoblauch ist fertig. Da brauchen wir jetzt nicht mehr viel runter zu drücken. Läuft ja immer so auf Stufe 1, wenn man andünstet. Aber was wir jetzt noch machen, ist dieses Fruchtfleisch oder Pilzfleisch, was wir da quasi ausgehöhlt haben, hier dazugeben. Und dann nochmal 3 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Das reicht auch. Also ihr könnt das natürlich auch im Vorfeld schon klein schneiden, aber es ist ganz gut, wenn das so eine schöne Masse ergibt, die wir dann nachher in unsere Pilze, das hat es jetzt gar nicht gebracht, dann machen wir doch 5 Sekunden,
Also, hat nichts gebracht. Also, 5 Sekunden, Stufe 5. Ah, genau. Das reicht schon. Waren jetzt nur 4, aber jetzt haben wir da genau die Masse, die ich haben will. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Das kann man sich schon vorstellen, dass das ganz gut in die Pilze passt. Als nächstes kommen alle anderen Zutaten hinein. Was bleibt noch? Ist der Gorgonzola. 150 Gramm. Plopp. Und der Spinat, den wir natürlich ordnungsgemäß ausgedrückt haben. Und das Ganze wird jetzt Stufe 1, etwa 2 Minuten, 2,5 Minuten, müssen wir mal gucken, wird das aufgekocht. So wird bei 90 Grad, also nicht gekocht, sondern auf 90 Grad erwärmt. Gucken wir mal, ob da 2 Minuten reichen. Das bin ich mir nicht ganz sicher. Wir schauen mal. Ich gebe mal 2 Minuten ein. 100 Grad. Also 2 Minuten, 90 Grad und dann Stufe 1. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Zur Not geben wir einfach mal noch 30 Sekunden oder eine Minute drauf. So, dann schauen wir mal, wie es aussieht. Und ich glaube, das sieht genauso aus, als hätten die 2 Minuten gereicht. Also ein bisschen noch nach unten drücken, weil wir müssen ja jetzt noch abschmecken. Pfeffer noch dazu, vielleicht ein bisschen Salz. Also im Rezept steht 1 Teelöffel Salz. Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, weil der Gorgonzola an sich ja auch schon sehr würzig ist. Das schmeckt aber echt gut. Ha, Gorgonzola und Pilze, cool. Aber man kann wirklich noch ein bisschen Salz reinmachen. Ich bin immer lieber ein bisschen sparsamer mit dem Salz. So, frisch gemahlener Pfeffer dazu. Und ein bisschen Muskatnuss. Das passt auch sehr gut. So, na, wirklich nur eine Prise. Ich könnte jetzt mit dem Spatel rühren, aber warum sollte ich? Ich habe ja einen Thermomix. So, einfach nochmal Stufe 1. 2, 3 Umdrehungen und dann füllen wir das in die Pilze ein. Dann fange ich mal an einzufüllen, hier unsere Pilz-Spinatmasse. Das ist doch schon recht flüssig, aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich merke gerade, mein Magen knurrt. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich noch nicht wirklich was gegessen habe heute. Es geht genau auf. Also eben als ich die Pilze ausgehöhlt habe und das ganze Pilzfleisch da gelegen hat, habe ich gedacht, mein lieber Mann, das ist ganz schön viel Material. Wenn da noch Spinat und Käse dazu kommt, kriegen wir das im Leben nicht in die Pilze. Aber man vergisst natürlich, dass das beim Kochen natürlich etwas eingeht. So, ich kratze da jetzt mal noch den Rest raus, dann mache ich es in den Backofen. Es muss etwa 20 Minuten im Backofen bleiben und dann melde ich mich wieder. Ah, sehr schön. Jo, da ist natürlich jetzt jede Menge Suppe noch unten drin. Aber das sieht schon sehr gut aus. Und das Beste ist, es sieht nicht nur gut aus, es riecht auch gut. Wenn es jetzt auch noch gut schmeckt, dann habe ich ein neues Lieblingsgericht. Ja, neues Lieblingsgericht das für heute. Ja. Ich esse so viele Sachen so gerne. Ja. Übrigens ist mir eben, als das im Ofen war, da hat man immer ein bisschen Zeit hier, sich zu unterhalten und haben wir gerade gesprochen in der Redaktion und dann sagten, ja, das ist eigentlich ja auch ein Gericht, was man auch ohne Thermomix machen kann. Das stimmt. Ja? Natürlich könnt ihr das auch ohne Thermomix machen. Also das Auftauen vom Spinat. Leute, dafür braucht man keinen Thermomix und auch zum Schreddern braucht man keinen Thermomix. Es geht halt einfacher. Ja? Aber wie gesagt, das könnt ihr auch ohne Thermomix machen. So, jetzt will ich gar nicht so lange warten. Ich schnapp mir so einen Pilz und dann wird probiert. Dann schauen wir mal. Das ist jetzt einer, ist so ein bisschen eingerissen, aber das ist ja nicht schlimm. Die anderen heben wir auf für heute Abend. Da bin ich mal gespannt, ob man die auch nochmal aufwärmen kann, aber ich muss es ja jetzt nicht. Schauen wir mal, von der Konsistenz her, sind doch schon recht flüssig innen.
Die Pilze sind aber noch fest. Die sind echt noch fest, die Pilze, aber das macht das Ganze ein bisschen knackig. Aber die Füllung ist wirklich, also ich finde es mega cool mit dem Gorgonzola und dem Spinat. Das passt eh gut zusammen. Und vielleicht kann man sich überlegen, also das ist jetzt natürlich die Variante vegetarisch, glutenfrei, low carb. Wenn man jetzt noch einen laktosefreien Gorgonzola holt, hat man das auch noch gemacht. Man kann jetzt natürlich auch noch, ich kann mir das vielleicht ganz gut vorstellen, noch so mit ein bisschen Pinienkernen oder sowas, kann man das, glaube ich, noch ganz gut abschmecken. Aber so finde ich das Weltklasse. Ich kann mir das sehr gut als Beilage zu einem knackigen Salat oder so vorstellen. Natürlich, klar, zum gegrillten Fleisch auf jeden Fall passt es super gut. Aber wenn man wirklich eine Low Carb Hauptspeise haben will, einfach Salat dazu, grünen Salat, und das passt. Ich finde es super. Ja, Tipp von mir auf jeden Fall, einen Daumen nach oben, und ich hoffe von euch auch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, und wenn ihr den Kanal abonniert, dann bekommt ihr jedes Mal Info, wenn wir neue Rezepte aus dem Wunderkesselforum ausprobieren und hier live und ungeschönt, okay, geschnitten, ja, ne, ihr müsst ja auch nicht immer 20 Minuten am Gerät bleiben, während das Gerät hier läuft, aus dem Wunderkesselforum. Wie gesagt, ich freue mich auf euch. Bis dahin, tschüss, guten Appetit.